die Lautstärke anpassen. Ja, ist gut. Wo kommt ihr her? Ich habe keine Lust, einfach in die Dunkelheit reinzumarschieren und dann irgendwie zu treffen. Seht ihr, das kann jeder Depp. Nicht nur Ingenieure. Wir haben wieder Licht. Gleich heißt es bestimmt, wir haben wieder Monster, ne? Wieso ist der Schock kaputt? Was hast du mit dem Schock gemacht? Ich bin wütend. Warst du auch ein Ingenieur? Oder eher ein Soldat, ne? Wir haben ja eine übrig. Schauen wir mal drin, was wir da drin finden. Ah, eine Leiche. Dafür nehme ich... Geld, Geld, Geld. Okay, der hat zumindest viel Geld. Ah. Scheint zumindest mal sinnvoll zu sein. Ey, das leuchtet. Cool, das leuchtet, das leuchtet. Ja, wir sind leider voll. Wir haben Strahlenmunition, obwohl wir keine maximale Stab. Das ist cool. Ich kann es nur noch sagen. Das ist cool. Das Spiel gefällt mir. Entfernen. Ich drücke immer die falsche Taste. So, dann heilen wir uns damit eben. Ist mir scheißegal. Dann haben wir jetzt aber wieder volle Lebenspunkte. Dort geht's lang. Ach, ich. Mach auf! Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwann mal etwas passiert in. What the fuck is this? Das Spiel hat mich getrollt. What the fuck? Och man, nee, ne? Ich bin einfach durch den Boden geglitscht. Ah, gut. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Ja, Licht geht aus. Ich meine, so typisch dann für Horror, ne? Wenn man weiß, was passiert, ist es überhaupt nicht gruselig. Dann weiß man schon, was passiert und dann macht es. Und dann vorne vorne! Genau. So sieht das dann aus und dann kommt. Ich bin gut, ne? Ah, schauen wir mal nach, was in diesem Raum ist. Den kennen wir ja gar nicht. Du hast irgendwie deinen Standort geändert, Kollege. Ja, ja, ist gut. Wir haben wieder das gleiche Problem. Ja, schauen wir mal um die Ecke, dass wir das entfernen. Ich drücke immer nur die falsche Taste. Alles klar, so, jetzt sind wir drin. Hier können wir nicht speichern. Und hier ist wieder der böse, böse Aufzug. Ich gehe nicht mehr da in die Ecke, ich gehe jetzt in eine andere. Hey, ich bin drin. Das ist ja einfach. Mein Gott, was das gerade war. Was für ein Bug, was für ein Glitch. Energieknoten. Wir finden einen Energieknoten, Kollege. Och, jetzt fangen die wieder mit den Kerzen an. Ah.
Einzige. Oder die Einzige. Oh no. Ich habe von den kleinen Mistviechern gesprochen. Boing. Textlog. Lesen wir es. Sally Nummer 3. Ja, Sally die Dritte. Textnachricht von Sally Hannon an Marion Hannon. Die sind doch nicht etwa verwandt. Marion, ich werde dieses Log hier für dich zurücklassen. Also sollten wir es eigentlich gar nicht lesen. Damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn überhaupt. Sie sagen, dass der Tee lecker schmeckt und wir uns vorbereiten müssen. Schon darauf tutentun. Seit wir überhaupt Menschen waren. Genau. Also sie sagten, wir bereiten uns schon darauf vor, dass wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig, dass ich überhaupt nicht mehr richtig reden kann. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen in einer halben Stunde an. Ich kann nicht mehr reden. Ich will nicht zu spät kommen. Lalalala. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoße doch auch zu uns. Haha, bis bald. Sally, ich bin wahnsinnig geworden. Das ist Sally gewesen. Diese Musikbox-Musik im Hintergrund, ne? Musikbox-Musik, ja? Ja. Böses Spiel ist böse. Och, wie süß! Das hätte sich Isaac bestimmt auch gedacht. Nicht in den Raum. Nein, ich muss in den Raum. Hier ist auch nichts Besonderes. Ich hoffe, ihr genießt diese tolle Spieluhr. Ein Taschenmarker. Zum persönlichen Verrücktwerden. Ach, wie süß. Ein Kinderzimmer. Und da kommt jetzt ein Boss raus. Ich muss ernsthaft da rein. Oh, ey. Blöde Ärsche. The marker will save us. Oh. Okay. Du bist nicht Nicole. Nicole ist tot. Oh. Du bist nicht real. Der Spiegel ist auch verbuggt. Ich sag jetzt einfach mal, dass das durch den Spiegel passiert, ne? Also, hier, ihr wisst, was ich meine. Ein wunderschönes kleines Kind ist im... Rakete! Yeah! Öffnen! Stellen wir die Rakete kurz ab. Ich habe ein Geschoss, ich habe eine Atomrakete. Ja. Da muss ich gerade. Atomrakete. Wie
Wieso stellen hier überall Kerzen auf? Diese verrückte Menschen. Okay, Schuss! Ding, 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 ding. Ich hab eine Atomrakete. Was habt ihr? Delta, Tankmans Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Kriegsschiff. Sie sind fast hier, beeilen Sie sich. Die schießen jetzt nicht rein, oder? Hey. Die haben mir meine Atomrakete weggenommen. QQ. Aha. In so einem Spiel darf man nicht auf Freunde treffen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich mache end wenig Schaden. Das ist irgendwie unbefriedigend. Das dampft so sehr. Warum? Aufzug. Zu dem soll ich. Gut. Ist hier sonst noch irgendetwas Schreckhaftes? Na, na. Irgendwo? Kerze. Ah, ah. Ach, anscheinend nicht. Eine Luke? Ja, komm rein. Ich umarm dich auch brav. Speicherung. Aufhören. Das Spiel scheint mir zwar gut zu sein, aber dennoch manchmal buggy. Buggy, buggy. Okay, dort müssen wir mal lang. Ich mach mal kurz einen Cut, eine kleine Speicherung. Geht's direkt weiter bei Dead Space 2.